Da hat Savage ganz oft den Echo immer angerufen gehabt und hat gesagt, ey, ist das Hammer, da hat der neue Parts, neue Bars. Wie war das für dich damals, als junger Typ mit Savage direkt zusammenzuarbeiten? War cool, auf jeden Fall. Er war damals der Krasseste. Ne? War damals der Krasseste. Das, da war Echo auch damals noch Rookie. Und dann quasi habe ich ja auch diese ganzen krassen Zeiten noch von Echo quasi von Anfang an miterlebt. Die waren auf jeden Fall schon eine ganze Ecke weiter. Aber kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wie das war, das erste Mal vor dieser Legende zu stehen und da rappen zu müssen, der will dich hören und wir wissen, ob du es kannst oder nicht? Ich war, glaube ich, ein bisschen zu cool dafür, dass ich das so gesehen habe für mich selber. Weil ich gecheckt auch, in dem Moment. Ja, ich bin schon so ein relaxter Typ, glaube ich. Ich glaube, ich bin ähnlich so starstruck oder so, dass wenn ich jemanden sehe und dann... Aber klar, war sehr krass. Ich weiß noch, wo er zu mir gesagt hat, komm, lass uns ins Studio gehen, lass uns was zusammen machen. Das war einfach... Da, zu der Zeit hätte ich das gar nicht gedacht, dass er schon mit mir Mucke machen möchte, weil ich damals auch noch keine Bars oder so zählen konnte. Und bei mir war überhaupt noch so, das Fundament war noch gar nicht da. So. Wie hast du denn gearbeitet am Anfang? Einfach, ich hab einfach geschrieben, so wie du dich gefühlt hast. Ich habe geschrieben, ja. Und dann habe ich zum Beispiel Echo vorgerappt, habe ich gesagt, wie viele Rhymes muss ich jetzt noch schreiben, damit das fertig ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, jetzt noch 2 Rhymes, dann bist du fertig oder jetzt noch 4 Bars. Und dann irgendwann, keine Ahnung, nach dem 10. Song oder so konnte ich erst Bars zählen.